Hört ihr das? Hört ihr das? Es ist so tot hier. Es ist nichts los. Gar nichts. Keine Tiere, nichts. Selbst die Forge hält die Klappe. Och Mann. Schade, wir müssen umziehen. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 5, 20 vor 5. Und in den großen Städten scheint wohl mehr los zu sein. Warte mal, soll ich kurz hier runter machen? So, alles klar. Ein bisschen Action wäre cool. Ich meine, jetzt haben wir natürlich genug Zeit, hier ein bisschen was aufzubauen und so. Aber ein bisschen Action wäre schon schön. Da ist ja direkt die Chemiestation, das sehe ich ja jetzt erst. Cool. Geil. So. Plan für heute. Wir haben Samstag und ich freue mich so dermaßen. Ich habe so Bock zu zocken und aufzunehmen. Ich habe viel Zeit heute und ich werde nicht zu viel aufnehmen können, weil das Problem ist halt, ihr kennt das ja vielleicht aus der letzten Staffel noch, wenn man so 2-3 Wochen im Voraus aufgenommen hat, die Kommentare sind dann natürlich alle obsolet und das meiste habe ich natürlich rausgefunden von alleine oder habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht und wusste schon immer, ihr kennt das ja, ne? Beim selber Spielen sieht man manchmal nichts und wenn man zuguckt, dann ja, der Idiot. Ja, da hat er einfach mal seine wunderschöne Ranch gescrapped. Crying Angel, vielen Dank für den Kommentar. Ich habe es nicht mitbekommen. Nee. Zack, bumm, weg. Aber, boah, guckt euch das an. Wir haben ordentlich Zeugs. Kann ich eine Crossbow? Nee, kann ich noch nicht. Ne? Ah, shit, ey. Das heißt, ich brauche unbedingt Rezepte. Orga-Rezept, Crossbow-Rezept wäre super. Und Eisen haben wir eigentlich erstmal hier noch. Würde ich sagen. Das kann erstmal schön durchlaufen. Ich mache nochmal ein bisschen Forged Iron. So. Einfach nur, damit wir es haben. Und dann wollte ich mal schauen, was brauchen wir denn für... Sag, hier. Stahl. Mein Gott. Level-Ups auf jeden Fall. Und wo ist Steel? Ach, gibt's ja gar nicht mehr als Skill, oder was? Doch, Steel-Smithing. Tool-Smithing 6, Weapon-Smithing 4, Science 3. Tool-Smithing 6. Das würde heißen... Oh mein Gott. Wir müssen Zombies töten. Ohne Scheiß. Wir müssen töten. Was das Zeug hält... Was brauche ich dafür? Repair Kit, alles klar, habe ich drin. Und, ja, wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Bam, 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 bam. Yeah, baby. Was können wir jetzt alles herstellen? Nichts Tolles. Hauptsache, wir haben sie. Hauptsache, sie ist da. So, wir haben das. Wir haben echt gutes Zeug. Kurz einen Überblick verschaffen. Wir haben ja Zeit heute. Und die letzte Folge war zum Beispiel, also die Folge 12 war zum Beispiel 4 GB groß. Und ich habe allein für den Upload habe ich 2 Stunden gebraucht. Und dann braucht YouTube immer noch so ein bisschen, um da, ja, weiß ich nicht, die Sachen zu optimieren und so weiter. Das ist schon echt hart. Also, das Problem ist halt auch, wenn ich hochlade, kann ich nicht streamen zum Beispiel. Heute Samstag, ich habe echt Bock zu streamen. Vielleicht ein bisschen Arc, vielleicht ein bisschen 7 Days, muss ich mal schauen. Oder später auch Musik. Ne? Können wir mal gucken. Und ja, Repair. Erstmal den Bogen. 64, na gut. Da geht definitiv was. So, wir können, ich wollte zum Händler, ne? Da können wir mal ein bisschen was vertickern. Warte mal, Oil Shale. Gas Can, das ist die, ne? Brauche ich nur Öl? Ah, super, alles klar. Dann hauen wir gleich mal ein bisschen die Chemiestation an, wenn die denn heile ist. Wieso habe ich die nicht genommen? Ich Deppke, ey. Verdammte Axt. Naja, egal. So, für eine Shotgun haben wir schon fast alles. Rocket Launcher 24 brauche ich auch nicht. Den Motor behalte ich auf jeden Fall. Komm, die können wir auch verkaufen. Was bringt die denn? 101, ja, immerhin. Besser als nix. Jetzt schreibt gerade Zappelramol. Genau, ich habe nämlich gerade ein bisschen Kommentare beantwortet. Warte mal, warte mal. Andere Spiele laufen flüssig. Okay, bei dem Setup, was du hast, schwierig. Also du hast hier in den Optionen, warte mal, ich muss mal eben kurz meinen Browser refreshen.
Refresh the browser. Okay, Daniel Lange hat auch eine Grube gebaut. Da werde ich mal vorbeischauen. Bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt haben wir Rambo. Flüssig, bessere Grafik. Im Singleplayer. Okay, puh, dann schwierig. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, stell das um und dann läuft's. Also V-Sync habe ich immer definitiv aus. Full Side auf Textur. UMA könnte ich hier auch mal wieder auf High machen, weil das ist, dieses komische 2-3 FPS-Syndrom tritt halt nur auf dem Server auf. Komischerweise. Mal wieder auf High. Motion Blur. Nee. Was auch immer das hier alles ist, doof. Ach, der verfehlt. Einen Tipp könnte ich dir noch geben, stell mal alles auf Minimum und dann teste mal. Und dann machst du langsam immer höher und drückst F8, dann hast du ja die FPS im Spiel direkt. Und dann schau mal, was die optimale Einstellung ist. Ansonsten runterschmeißen, auf einer anderen Platte vielleicht installieren und nochmal testen. Mehr könnte ich dir jetzt auch nicht erzählen. Also das wären so die Sachen, die ich machen würde. Ansonsten Rage Quit. More Detailed Shadows. Boah, Schatten. Ey, also ganz ehrlich, Schatten sind mir in Spielen so scheißegal, ob die jetzt da sind oder nicht. Guck mal, 75, 76 FPS. Läuft. Alles klar. Irgendwas? Nee. So, komm, wir gucken mal eben, was wir verkaufen können. Jetzt haben wir genug gelabert und yeah, Händler-Time. Nö. Den Bogen, vielleicht nimmt er den ja auch. Das weiß ich ja nicht. AK-Parts und so weiter. Taschenlampe können wir dem auch vertickern. Bringt denn die? Ja. Ja, komm, den Grip. Warte mal, so, wir testen jetzt mal was. So, und den mal da rein. Dann sage ich Assemble und nehme mal den Grip raus. Und schauen wir mal, ob das in der Workbench noch kombinierbar ist. Combine A. 34. Machen wir einfach mal. So, Assemble. Grip wieder rein. Close. So, habe ich da nicht irgendwas gesehen? Warte mal, habe ich nicht so ein Seil gehabt? Nee, ne? Schade. Die können wir auch vertickern. Kann ich die schon assemblen? Nee, immer. Fuck, gut. Okay, den ganzen Rest würde ich aber erstmal behalten. Und ja. Auch den. Chainsaw Parts. Das behalten wir alles mal. Können wir mal einschmelzen. Gut, passt. Alles klar. Oil Shales habe ich da. Ich habe ein bisschen Holz. Dann gehen wir mal eben zur Chemiestation und gucken, ob wir die befeuern können. Aber hier kommt doch keine kleine Horde, ne? Bei Minas auf dem Server, da ist irgendwie mal sofort Horden-Action auch mal so. Einmal am Tag kommt eine kleine Horde vorbei. Super. Hier irgendwie nicht. Wo war denn jetzt die Tankstelle? Hm. Wir können doch fahren. Da ist die Tankstelle. Aufwachen, alle Schläfer. Ring. So, war die kaputt oder? Ach, fuck. Shit. Die hatte ich auch schon alles, ne? Gut, dann halt nicht. Dann düsen wir jetzt so zum Händler. Benzin, ach, ist mal alles da. Ah, mit der Map auf dem Bike, das wäre echt schön. So, wo ist er denn? Das war er, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dann düsen wir eben zum Händler, verkaufen ein bisschen was und hoffen, dass er gute Rezepte hat. Ich weiß gar nicht. Letztes Mal waren wir Tag 4 da oder so? Ja, ich glaube schon. Wir gucken mal, ob er Sachen für uns hat oder nicht. Ja, was kann man während so einer langen Fahrt erzählen? Musik. Wenn ihr nichts vorhabt, am 14. Oktober spiele ich live, also akustisch. Ey, ich habe eine Errungenschaft erhalten. Neil Armstrong. Aha, Flugzeuge. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich so und so viel 1000 Kilometer getravelt hier. Gucke ich gleich mal nach. Ey, Zombie! Also 14.10. spiele ich live im Gleis 3. Das ist ja so mein Stammlädchen. Da gibt es ein Akustikset. So was ihr vielleicht schon aus dem Stream kennt. Mit einem zweiten Gitarristen dabei und halt mit Live-Sound. Das ist immer ein bisschen geiler, finde ich. Upsa. Bam, Mother. Ja, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Würde ich mich sehr freuen. Passen so 100 Leute rein. Und letztes Mal waren schon 80, 90. Das war schon gut voll. Oh, wenn wir die Hütte ganz voll kriegen, wäre das natürlich optimal. Kostet keinen Eintritt, ist alles gratis und umsonst und ja.
Quatsch, 14.10. in Duisburg im Gleis 3. Und genau zwei Wochen später, am 28. gibt es dann Fett auf die Fresse, sozusagen. Da bin ich dann mit meiner Band, mit Sick Red bin ich da und da spielen wir dann unseren bisher ersten Live-Gig. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Bam, bam, die Zombie. So, ui. Und wie gesagt, Twitch bin ich auch ab und zu mal. Ne? Dann könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen. Das würde mich freuen. Da geht es gerade ziemlich steil auf die 2000 zu. Yay! Und da gibt es dann auch so mal Streams, so 7 Days. Oder mal Arc oder auch Musik. Aber das ist eher sporadisch. Also ich. Oder, nee, sporadisch nicht. Doch sporadisch und spontan, sagen wir es so. Also ich habe jetzt keine festen Streamzeiten. Ich mach so, wenn ich gerade Bock habe. Fucking ey, hey, dude. No, no, no. I love it. Oh, ey, drei Mechanical Parts. Super. Das geht. Na? Entschuldigung, der Müllhaufen hält mich fest. Also wie gesagt, 14.10. und 28.10. im Gleis 3 in Duisburg. Beides mal die gleiche Location. Und ich werde wahrscheinlich auch beides streamen wieder. Bei Twitch auf dem Spielekaiser-Kanal. Ich denke mal. Ja, das war letztes Mal ziemlich cool. Und warum nicht nochmal? Kostet ja nichts. Aber live ist halt immer trotzdem noch eine andere Geschichte. Cooler, könnt ihr auch richtig laut mitsingen, dann bringt's auch was. Außer, dass ihr eure Nachbarn ärgert. Bam. Sag mal. Na, war knapp. Boah, wäre der nicht stehen geblieben? Sag mal, ey, der war doch voll drauf. Hallo? Dafür war der umso lauter. Komm her. Yeah! Komm her! Get some. Ey, sag mal! Der weiß genau, wie ich schieße, wa? Schön in die Schulter! Und nochmal schön so irgendwo. Leg dich hin, ich muss mit dir reden. So, okay, jetzt zum Händler. Schnell. 20 vor 7 schon. Bam, 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 bam. Hui. Ach ja. Schön. Ich freue mich drauf. Das wird eine gute Session heute. Hab ich im Gefühl. Wo? Wer schreit? Was ist los, Baby? Komm her. Huah! Götzom. Alrighty. So, ich fass mal rechts rum. Ist da die Tür? I hope so. Hey, ich bin da. So, weh, da kein gutes Zeug jetzt. Warte mal, ich habe kein Level-Up, ich habe keine Punkte. Tach. So, was hat er denn? Oh, Federn. Teuer. Duct Tape, Akashematik. Habe ich die schon? Kann ich das schon? Nee, nee. Das wäre vielleicht interessant, ne? Machete Blade. Das war's. Dödüm. Draußen, oder? Hört ihr das? Da läuft was. Oh? Hä? Das, also... Maybe next time. Ja, ja, maybe. Warte doch. Warte doch mal ab, Mensch. Crossbow kann ich definitiv noch nicht. Du bist mein Dude, Baby. Bams. So, kann ich das verkaufen? Zwei? Auf gar keinen Fall. Das kann weg. Das kann weg. Und die kann auch weg. Die Hose? Ja, nimm sie. Eine Kanne? Ha, der nimmt alles. Der Idiot, ey. Der nicht? Okay, dann scrappen wir den. Cool. It's been a real pleasure.
So. Schön. Exploding Crossbows. Crossbow Balls. So war das richtig. Erzähl mal nicht. Wir brauchen jetzt noch so einen Stock für die Shotgun, ne? Restock am Tag 7. Okay. Dart Trap. Auch geil. Da können wir es natürlich alles herstellen, aber ja, schon interessant. Pistol Barrels, Munition. Boah, aber teuer. Nee. Ja, den Skill, wenn man den noch ein bisschen pusht, hier Secret Stash Skill, dann hat er noch geilere Sachen drin. Wo ist er denn? Treasure Hunter ist das nicht. Ach, die Machete kann ich gar nicht herstellen. Oh, gut, dass ich das Ding nicht gekauft habe hier. Obwohl, die ist bestimmt der Hammer. Ja, Stil ist erstmal das nächste. Danke, Händler. Bis zum nächsten Mal, du Typ. Wir brauchen Federn. Unbedingt ganz viele Federn für Crossbow Bolts, für neue Pfeile, für alles. Wir haben so viele Spitzen und kein bisschen an Federmaterial da. Das ist ein bisschen blöd. So, bitte Bike, pack mich weg. Dankeschön. Oh, hier war meine Horde, das weiß ich noch. Habe ich die Autos denn gelootet? Nee, ach was. Unglaublich. Die guten Karren. Ja, guck mal. Zack. Könnte man rein theoretisch... Für 23? Nee, das schmelze ich lieber ein. Haben wir hier noch Geld, ne? So, wo wir jetzt gerade schon mal hier sind. Wo könnte man denn hinfahren, wo es eventuell noch... schöner ist? Wir einfach mal dahin. Ich möchte einfach mal gucken, was da eventuell noch so ist. Im Süden. Und wenn ich irgendwo ein Nest sehe, warte mal, ich fahre mal hier. Ist das gut? Ich muss da gucken, dass ich ein Nest finde. Da ist das Bike eigentlich ziemlich kacke für. Um Nester zu suchen. Schlange. Ah, kriege ich die gut so? Ich weiß es nicht. Schlangen-Action. Bumm. Ich wüsste gerne mal, ob die auch auf Zombies losgeht. Wollen wir testen? Komm, wir testen mal. Hey. Hallo. Ja. So, du, komm mal mit. Spielgefährtin. Ey. Obwohl, jetzt hat sie meinen Agro verloren. Vielleicht macht der Zombie ja Agro bei ihr. Ich meine, was soll das bringen, ne? Nö, nix. Guck mal, er liegt am Boden. Du kannst ihn fressen. Willst du nicht. Schade. Ja, komm her. Boah, die ist aber hart zu treffen. Warte mal so. Geil. Kriege ich ihn hier noch ein bisschen besser ins Bild hier? Das ist hübsch. Muss ich direkt draufstellen. Sieht ein bisschen komisch aus. So. Screenshots sind gemacht. Kann ich die looten? Nö, ne? Vielleicht kann ich die ein bisschen auseinander pflücken. Hm? Ach was. Okay. Hose, danke. Weg mit dem Dreck. Cool. So, wir fahren mal einfach hier. Querfeld ein durch die Wüste. Hoffen, dass das Bike bleibt. Nee! Ich sollte eigentlich jeden Zombie mitnehmen, den ich sehe, ne? Oder jeden Mülleimer. Guck mal. Na, komm her. Ich erlöse dich. Jetzt geht Kaspersky mir auf den Sack. Es wurden Programme gefunden, die selten von ihm verwendet werden. Ja, aber doch nicht jetzt. Na, ihr seht es Gott sei Dank nicht. Das ist gut. Juka. Ja, also wie gesagt, in der Wüste verhungern oder verdursten... Wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Und vor allem, wenn man dran denkt, ne? Kann man da wirklich was reißen. So. Auf zu neuen Ufern. Ich gucke immer noch, ob ich irgendwo ein Nest sehe. Da, komm, gib mir bitte viele Federn.
15. Besser als nix. Nehmen wir. Ist da ein Rucksack? Mit einer Dose. Na gut, so, den können wir auch scrappen. Scrap, scrap, scrap. Ich habe bewusst, also noch nie bewusst beim Fahren irgendwie auf den Boden geschaut, um irgendwas zu entdecken. So. Zeugs. Federn. Gedönse. Na, Digga. Und tschüss. Und? Ja, aber zu essen. Lecker. Ja, Okay, wir gucken einmal da unten, ob da irgendwie irgendwas Tolles ist. Ansonsten, ja, Beaker bräuchte ich auch noch. Beaker wäre absolut top. Hello? Oh. Schlag doch einfach so einen Haken, du Arsch. Yay, Level Up! Da seht ihr das wieder mal. Zombies töten ist gut. Gibt Level Up. Und wo wir gerade mal hier stehen, nehmen wir den Baum mit. Jetzt schaut mal den Schaden, das ist schon ordentlich. Da kriegen wir gut was runter und jetzt inzwischen ist es besser. So als mit der Steinaxt, definitiv. Und tschüss. Ja, so geht's doch gut. So macht das Spaß. Oh, hier, Chrysantheme. Chrysantheme nehmen wir mit. Das ist so geil, dass man nicht mal von den Bäumen erschlagen wird. Jetzt muss ich erstmal hier Kaspersky weg. Danke. Muss irgendwie ausschalten, die Scheiße. Ausdauer. Ah, genau. Crying Angel war es, glaube ich auch, ne? Genau. In die Hocke gehen. Gibt ein wenig Stamina zurück. Noch nicht so richtig. Ich brauche die Skills halt. Ich habe noch ein Level abgehabt. Warte mal. Kann ich jetzt nicht hier. Athletics auf 40, okay. Das sind nur 16. Nee, ich glaube, ich spare jetzt echt auf Steelsmithing, beziehungsweise Toolsmithing und Weaponsmithing 4. Brauchen wir da Player Level 30. Okay, ich muss einfach nur leveln. Ich muss nur töten und craften. Wenn ihr einen guten Tipp habt, wie man ganz schnell ganz viele Level macht. Rox, ich glaube, du hast da was geschrieben in den Kommentaren. Habe ich in der Vorschau gelesen. Muss ich mal weiter runter scrollen. Und mal gucken. Vielleicht gibt es ja einen Newton-Trick, wie man hochkommt. Schnell. Wir sind jetzt aktuell Level 21. Also noch 9 Level. Das ist schon, ja, nicht mal eben gemacht. Boom. So, ich nehme ein bisschen Holz mit. Und dann schauen wir mal ein bisschen weiter Richtung Süd-Südost. Oder Süd-Südwest, Entschuldigung. Vor allem haben wir jetzt neue Samen für unsere Baumfarm. Yay! Zwei Stück nur? Ehrlich? Na gut, besser als nichts. Wahrscheinlich gibt es bei den Bäumen auch irgendwie ein gewisses Level. Wahrscheinlich müssen das 1200er Bäume sein, damit du da irgendwie einen Samen rauskriegst. Ich weiß es nicht. So, dann kicken wir doch mal hier rüber. Warte mal, Mais? Hatte ich Mais schon? Nehmen wir einfach mal mit. Fürs Feld und ein bisschen Golden Rod. So, müssen wir alles anbauen. Damit wir biotopunabhängig sind, sozusagen. Da ist eine kleine Stadt. Hurra, haha. Oh, die sieht aber gar nicht so klein aus. Das war jetzt wirklich Zufall. Guck mal, wir hätten einfach mal hier hochfahren müssen. Das ist aber kein Hochhausbein, ne? Aber wir gucken erstmal hier rein. Hui. Schön. Ich mag das. So, ich glaube, hier ist ein Bücherregal unten drin. Ah, fuck! Oh, scheiße, ey. Hättest du mal nach links geguckt, ne? Entschuldigung. Oh, so. Zum Ende der Folge den Puls nochmal eben auf 800 gebracht. Gefühlt. Loch.
Hey, komm her, Digga. Du gibst gute Ippe. Ach Mensch. Da liegt der Juppie. Was machst du hier? Nix machst du mehr. Thump. Boah, der Sound ist einfach göttlich. Ich hoffe, den ändern die niemals. So. Schöne Stadt. That's a nice city. Wie die sich anschleichen, die Schweine. Ja, genau mein Reden, Baby. Alter. So. Die Gläser schon mal weg. 14, 15 Pfeile noch. Hallo? Ist hier jemand drin? Ne, draußen schleicht irgendwas. Ich hab 4 Töpfe. Weißt du, früher warst du froh, wenn du mal einen gefunden hast. Jetzt hast du 4 Stück hier drin. Übertrieben. So, bitte eine neue tolle Ranch. Danke. Nix, nix, nix. Okay, oben. Boah, bitte keinen Hund. Bitte, bitte keinen Hund. Ein Orga-Rezept. Haben wir noch nicht genug von. Egal, nehmen wir mit. Leather-Dings lernen wir. Alrighty. Da ist noch ein Topf. Komm, den machen wir auch direkt platt hier. Scrap Iron for the win. Stühle, die ups, scrappen wir. Und nix. Gut, kleines Haus ist schnell gelootet. So, wer macht hier jetzt noch? Palaver? Wer bist du? Wo bist du? Ach, nochmal so ein Dicker. Oder weißt du, nee, den hatte ich platt gerade, ne? Hau mal mein Auge. Hau mal, du Arsch. Obwohl, Grasland ist ziemlich geil, da kann man gut Nester suchen und finden, wenn man durchläuft. Also fahren ist halt immer schwer, weil da erkennst du echt nichts. Aber wir haben ein Ziel. Da unten erstmal nochmal das Zeltlager auseinanderpflücken. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was da drüben in dieser Stadt ist. Vornehmlich würde ich mich erstmal auf den Buchladen stürzen und Waffengeschäfte. Das wären so die ersten Sachen, die ich mal durchsuchen würde. Und ja, aber damit wir Rezepte haben und schneller besser werden. Aber ich glaube, da haben wir ein tolles neues Abenteuer vor uns. Kann man tun. So, klick. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's dahin. Das Haus lasse ich mal außer Acht. Das ist doof. Das brauche ich nicht. Also einmal runter ins Zeltlager, gucken, was die haben. Dann düsen wir runter in die Stadt. Federn. Yay. Ja. Dann geben wir mal Gas. Bin sehr gespannt. Und da freue ich mich drauf. Das mache ich jetzt gleich und für euch dauert es ein oder zwei Tage vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt aufnehme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Abo freuen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ansonsten auch gerne über einen Daumen nach oben, netten Kommentar. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, immer her damit. Ich habe Hunger, ich weiß. Und ja, ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge 7 Days to Die. Und klickt das hier, was ihr gerade seht. Tschüss.